zu St. Stephan, liebe Rundfunkhörer in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz. Lasst uns am heutigen Silvesterabend einmal über die vier letzten Dinge sprechen. Über Tod, Gericht, Himmel und Hölle. Ich schließe mich dabei an die Texte der Heiligen Messe an, besonders an den 42. Psalm, der im Stufengebet gebetet wird, und an das Confiteor und suche sie mit Gedanken zu verbinden, die der große englische Konvertit und Kardinal Newman in seinem theologisch und dichterisch bedeutsamen Buch Der Traum des Gerontius ausgesprochen hat. Gerontius, ein merkwürdiger Name. Wer ist Gerontius? Wie der Name schon sagt, ein alter Mann, ein Mensch an seinem Lebensabend. Gerontius, das bist du, das bin ich, das sind wir alle oder werden es wenigstens einmal sein. Und so denke dir nun einen Augenblick, du seist Gerontius und legest auf deinem Sterbelager. Der Tod ist dir nah, die Brust geht hoch und schwer, auf der Stirne perlt der kalte Schweiß. Du frierst, nicht nur in deinem Leibe, du frierst auch in deiner Seele. Eine furchtbare Verlassenheit fällt dich an. Alles weicht aus deinem Bewusstsein zurück. Und da klopft ein furchtbarer Gast an deine Tür. Und du weißt mit nachtwandlerischer Sicherheit, das ist der Tod. Ein Gefühl, als wollte dein eigenes Ich versinken, kommt dich an. So als ob du gar keine Substanz mehr wärest, als ob du aus der Ruhe des Universums stürzen müsstest, irgendwohin in einen blanken Abgrund, in das schiere Nichts. Und indem du gleichsam an die untersten Stufen des Altares fällst, auf dem der ewige Richter noch verhüllt und unnahbar thront, beginnst du das letzte große Stufengebet deines Lebens mit der Anrufung der allerheiligsten Dreifaltigkeit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Gefühl einer unwiderstehlichen Vernichtung und des Verfalls all dessen, was dich zu Menschen macht, steigert sich. Die Empfindung des Stürzens wird größer. Es ist dir, als fielest du durch das ganze feste Fachwerk der Dinge hindurch. Und nun dringt eine rastlose und wilde Angst auf deine Seele ein. Ein Böses kommt auf dich zu in leibhaftiger Gestalt, schwebend auf dem Wind und befleckt die geweihte Luft mit wilden Flüchen. Ein Schauder ergreift dich und ein Gebet entringt sich deiner Brust. Schaff Recht mir, Gott, und führe meine Sache als Anwalt gegen das unheilige Volk der Dämonen. Vom Bösen und Arglistigen errette mich. Und in dein Gebet mischt sich das Gebet der Umstehenden, deiner Lieben, deiner Freunde. Eine unsägliche Müdigkeit überfällt dich. Du möchtest schlafen, immer wieder schlafen. Und mit einem letzten lichten Blick des Geistes erkennst du, das ist meine letzte Stunde. Und deine Lippen lispeln noch ein ersterbendes Gebet. In deine Hände, o Herr, empfehle ich meinen Geist. Ich habe mir die Frage oft vorgelegt, meine lieben Zuhörer, wie denn das einmal sein wird.
wenn wir hier die Augen schließen und den ersten Schritt drüben in der anderen Welt tun? Wohin wird unser Fuß da treten? Worin wird er Stand fassen? Gerontius, erzählt dir dein eigenes künftiges Erleben. Du erwachst, wie an einem wunderbaren Morgen. Du fühlst dich leicht und erfrischt, ein ungekanntes Gefühl von Freiheit erfüllt dich. Nun bist du endlich du selbst. Eine große Stille ist um dich. Es schlägt da drüben keine Uhr. Der Puls flattert nicht mehr. Kein Augenblick ist anders als der nächste. Du stehst außerhalb der Zeit. Eine milde, sanfte Ruhe strömt in deine Seele. Du denkst nicht mehr an dies und nicht mehr an das. Du bist ganz du selbst. Du bist ganz daheim in deiner Seele. Inzwischen glaubst du zu erleben, dass sich Millionen von Meilen zwischen dich und die Welt schieben. Immer größer wird der Abstand. Immer mehr wächst du in die jenseitige Welt hinein. Und nun begibt sich ein neues Ereignis. Dein Schutzengel kommt auf dich zu. Ihm warst du während deines Erdenlebens anvertraut. Er wird dich zu deinem Richter geleiten. Jahrtausende stand er vor dem unverhüllten Antlitz Gottes und durfte das göttliche Licht und die göttliche Wahrheit schauen. Und auch dich wird plötzlich in dieser Stunde eine große Sehnsucht ankommen nach dem Licht und nach der Wahrheit Gottes. Und du wirst dein Stufengebet fortsetzen, wenn du sprichst. Send mir dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich führen und geleiten auf deinen heiligen Berg in dein heiliges Zelt. Der Engel übernimmt deine Führung. Du wunderst dich, dass dir auf Erden der Gedanke an das Gericht immer so schrecklich und furchtbar erschien, dass aber nun deine Seele von einer Freude erfüllt ist, dass dich eine große Gelassenheit erfüllt, so dass du immer wieder sprechen möchtest: Ich will hintreten zum Altare Gottes, zu Gott, der meine Jugend erfreut. Und der Engel klärt dich wieder darin auf, dass das Gericht in deiner Seele schon begann und dass der Strahl der Freude in deiner Seele ein erstes Zeichen eines gnädigen Gerichtes ist. Und dann ändert sich plötzlich die Szene. Du gelangst mit dem Engel in die mittlere Region. Dort sind die Dämonen versammelt. Ein leidenschaftlicher Tumult und ein widerwärtiges Geheul bricht los. Ganze Scharen drängen sich wie Raubkatzen hinter Gittern. Hungrig wie Wölfe verlangen sie ihr Eigentum. Sie sammeln Seelen für die Hölle. Ein ohnmächtiger Hass auf alle Heiligen und Gottzugehörigen bricht aus ihrem Munde. Und bei ihrem Anblick kommt dir das Gebet in den Sinn, dass du in der Bedrängnis der Erde so oft gebetet hast. O Gott, du bist meine Stärke. Warum lässt du mich durch diese Geister zurückstoßen? Warum lässt du mich durch sie Trauer empfinden in meinem Herzen? Was gehe ich traurig meine Wege, da mich der Feind bedrängt? Aber sei getrost, nun haben sie keine Gewalt mehr über dich. Das Licht der Ewigkeit ist freilich noch nicht eingebrochen in deine Seele. Es ist noch Finsternis um dich. Und doch, du möchtest Gott, deinen Gott, mit Harfenspiel preisen. Du möchtest zu seiner Seele sprechen: Was bist du traurig, meine Seele, und was verwirrst du mich? Und wieder tröstet dich der Engel: Du wirst ihn sehen. Gott, den Herrn, einen Augenblick, dann wird ein Sehen oder was das Herz so nennt, im Strahl des Blitzes dir zuteil.
und du wirst sehen inmitten tiefen Dunkels, den deine Seele liebt und tief ersehnt. Was du verlangst, jedoch die Sehn des höchsten Schönen, wird freuen dich, es wird dich freilich auch verzehren. Und so ist es fast, als wollte der Engel sagen, hoffe auf Gott, du wirst ihn wieder preisen, er ist dein Heiland und dein Gott. Aber zuvor musst du verwandelt werden in den Feuern einer läuternden Liebe. Und darum spricht der Engel zu dir, erkenne, dass die Flammen ewiger Liebe verbrennen müssen, ehe sie verwandeln. Und nun trittst du mit deinem Engel in die Halle des Gerichts. Engelchöre singen das hohe Lied von des Menschen Fall und seiner Erhebung, darin du auch dein eigenes Schicksal erkennen magst. Dein Engel kündet dir an, es wird des fleischgewordenen Gottes Antlitz mit scharfer und exakter Pein dich treffen. Die Eingangstore beben, das Urteil ist nah, du schreitest die letzten Stufen hinauf vor des Herrn verhüllter Gegenwart und indes aus der Erde aus unendlicher Ferne die ersten Gebete an deinem Totenbett zu dir hinaufsteigen, zieh hin, christliche Seele, entschnellt deine Seele mit der Gewalt der Leidenschaft und Liebe der Hand deines Engels und mit dem Ruf, meine Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hast, fließt du hin vor die Füße des allmächtigen Richters. Eine namenlose Erschütterung geht durch dein ganzes Wesen und dann sprichst du die furchtbare und wahre Gewissheit aus. Ich stehe vor meinem Richter. Hier verstummt der Dichter, hier verstummt der Theologe. Es ist, als wage der Mensch nicht mehr Bilder auszudenken. Aber hier, wo der Mensch verstummt, gab der Geist Gottes der Kirche, deren Gebete nach einem Wort von Gertrud von Lefort kühner sind als alle Gebirge der Denker, dir zu sagen, was sie schaute. Auch du wirst vor dem Throne deines Richters nichts anderes beten, als was du am Beginn der heiligen Messe so oft gebetet hast. Confiteor, ich bekenne. In erschreckender Majestät sitzt der allheilige Gott in der Mitte des Himmels und zu seiner Rechten und zu seiner Linken thronen die Heiligen, die nach einem Wort des Apostels berufen sind, die Welt zu richten. Da sie zur Rechten des himmlischen Vaters, die selige, allzeit reine Jungfrau Maria, deren Leben und Reinheit ein einziges Gericht über alle Sünde ist. Da thront zur Linken Gottes der heilige Erzengel Michael, der die Dämonen besiegte mit seinem Schwert. Da thront zur Seite der Jungfrau Maria Johannes der Täufer, der große Bußprediger, und zur Seite Sankt Michaels, Petrus und Paulus, denen Gott die Gewalt gab, zu binden und zu lösen. Und da thronen alle Heiligen zur Rechten und zur Linken Gottes, und dann stehst du in der Mitte als armer Mensch und beginnst dein erstes Gebet in der Ewigkeit mit den Worten, ich bekenne Gott dem Allmächtigen, der seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria, dem heiligen Erzengel Michael, dem heiligen Johannes dem Täufer, den heiligen Aposteln Petrus und Paulus und allen Heiligen, dass ich viel gesündigt habe, in Gedanken, Worten und Werken.
Und wie du diese Worte aussprichst, da bricht aus dir hervor eine Flut von Gedanken, hochmütige, abfällige, gierige, rücksichtslose, lüsterne, begehrende, irdische, gemeine und laszive. Und ein Schwall von Worten bricht aus deinem Inneren, zornige, lästernde, fluchende, neidische, harte, lieblose, verletzende, rücksichtslose, unreine, erotische, zynische und frivole. Und Werke türmen sich auf aus deiner Seele, wie ein Berg, der dich erdrücken könnte. Ungehorsam und Sonntagsschändung und Pietätlosigkeit und Feindschaft und Hass und Strebertum und Geiz und Unmäßigkeit und Ehebruch und Mord an der Seele und zertretene Ehre. Das ganze Leben steht wieder dich auf und du schlägst an deine Brust mit den Worten: Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Einen Augenblick hält deine Seele inne. Und dann überkommt dich ein neues Vertrauen. Und du magst dann, wie es im Leben geschieht, wenn der irdische Vater zürnte, zur Mutter hingehen und sie bitten, sei mir Anwalt und Helferin. Und dann magst du zu allen Heiligen gehen, um sie in ihre Fürsprache anrufen. Und darum betest du weiter. Darum bitte ich die selige, allzeit reine Jungfrau Maria, den heiligen Erzengel Michael, den heiligen Johannes den Täufer, die heiligen Aposteln Petrus und Paulus und alle Heiligen für mich zu beten zu Gott, dem allmächtigen Herrn. Und wenn du in diesem Leben schon Gericht gehalten hast, wenn du erkannt, bereut und bekannt hast, dann wird dir auch das Wort der Vergebung geschenkt werden. Und so liegst du nun vor dem Thron des Richters und erfährst sein Erbarmen. Du bist gerettet und angenommen, aber Gottes Heiligkeit hat in die tiefsten Tiefen deines Wesens hinabgeleuchtet und all das Verborgene und Verbogene, das noch nicht Gesühnte, ans Licht gebracht. Und darum wird dir das Wort gesagt: Erkenne, dass die Flammen ewiger Liebe verbrennen müssen, ehe sie verwandeln. Und so wirst du mit allen Kräften deiner Seele vor seiner Heiligkeit fliehen. Und doch wird es dich bei jedem Schritt mit allen Fasern deiner Seele zurückziehen. Aus Scham und Sehnsucht, aus Reue und verzehrender Liebe, aus Schmerz und Glück wird dir ein Fegefeuer bereitet werden, in dem der Erdenrest, der dir verblieben ist, in läuternden Flammen verbrannt wird und in dem du immer wieder den Ruf und die Sehnsucht nach voller Erlösung und Verklärung zu Gott hinaufrufst. Aber es ist auch denkbar, meine lieben Zuhörer, dass einer von euch diese Erde ganz ohne Schuld verlässt. Nicht so, als ob du niemals gesündigt hättest, aber du hast gesühnt, du hast gebüßt, du hast geopfert, du hast gelitten und bist mit dem Willen des himmlischen Vaters schließlich völlig eins geworden, so wie der Herr am Ölberg. Und dein Glaube ist gewachsen, deine Hoffnung hat sich einzig und allein auf Gott gerichtet und du hast jenen Grad der Liebe erreicht, den Gott von dir verlangt. Dann bedarfst du des Fegefeuers nicht mehr, sondern der Himmel steht dir offen. O meine lieben Zuhörer, wie oft wird der Himmel verkannt? Gewiss hat der Herr gesagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und ich gehe hin, euch einen Ort zu bereiten, damit auch ihr einmal dort seid, wo ich bin.
Ja, der Herr konnte eben nicht anders sprechen. Er musste uns, meine lieben Zuhörer, nach unserem Verständnis reden. Und darum stellen wir uns den Himmel als einen Ort vor. Aber meine lieben Freunde, wir müssen den Himmel, wenn ich mich so ausdrücken darf, etwas entmythologisieren. Papst Pius XII. Ist uns hier mutig vorangegangen. Und wenn ihr einmal die genaue Formulierung des Dogmas von der Aufnahme Marias in den Himmel betrachtet, so heißt es dort nicht, Maria sei in den Himmel aufgenommen worden, sondern in die ewige Herrlichkeit. Und darum, meine lieben Freunde, sollt ihr euch den Himmel nicht so sehr als einen Ort, sondern als einen Zustand vorstellen. Was für ein Zustand ist das? Der Zustand der Gnade. Nun wird es freilich viele unter euch geben, die nicht recht wissen, was die Gnade ist, die sich denken, nun ja, die Gnade, das ist eine Hilfe Gottes. Oh nein, meine Lieben, die Gnade ist unsagbar mehr. Die Gnade schenkt uns schon in diesem Leben die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Seht, die Heiligen haben immer schon auf Erden in dieser Gemeinschaft mit Gott gelebt. Sie trugen den Himmel, wenn ich so sagen darf, den dreifaltigen Gott in ihrer Seele. Sie glaubten an den dreieinigen Gott. Sie setzten ihre ganze Hoffnung auf ihn und sie liebten ihn mit ihrem ganzen Herzen, aus ihrer ganzen Seele, mit ihrem ganzen Gemüte und mit all ihren Kräften. Und sie liebten auch den Nächsten wie sich selbst. Seht uns schon in diesem Leben, besteht doch alles Glück, dass man nicht in seinem armen kleinen Ich verhaftet bleibt, dass man für andere da ist. Schaut, ist das nicht das größte Glück des Vaters, der Mutter, für die Kinder da zu sein? Und wenn eine Ehe richtig ist, ist das nicht das Schöne, dass der Mann zu seiner Frau sagt, ich bin ganz für dich da. Und dass die Frau zu ihrem Mann sagt, ich bin ganz für dich da. Und ein Lehrer, der seine Kinder lieb hat, und ein Arzt, der seine Patienten liebt, und ein Freund, der seinen Freund liebt, meine Lieben, der will ganz für ihn da sein, und in dieser Hingabe liegt sein ganzes Glück. Und seht, so empfindet erst der begnadete und heilige Mensch in der übernatürlichen Hingabe an Gott und an den Nächsten ein Glück und eine Freude, die mit nichts Irdischem zu vergleichen ist. Und nun nehmen wir an, es gäbe so glückliche Menschen unter uns, die gleich zu Gott, dem Herrn, gehen dürfen. Wie würde das Gericht in einer solchen Seele vor sich gehen? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die würden dich anschauen mit einem Blick voll unendlicher Liebe und zu dir sagen, komm du Getreuer, geh ein in unsere Freude. Und dann wirst du in einen Schrei des Entzückens aussprechen, der die Grenzen deiner Seele sprengt. Oh, du brauchst nicht mehr zu glauben. Gottes Licht, Gottes Glorienlicht bricht ein in deine Seele. Du darfst schauen den ewigen, dreifaltigen Gott. Und du brauchst nicht mehr zu hoffen, denn deine Hoffnung ist ja erfüllt. Aber, mein lieber Freund, die Liebe, die dein Herz auf Erden trug, die wird bleiben und den dreieinigen Gott und seine Heiligen umfassen. Und merke, das Maß deiner Liebe auf Erden wird das Maß deines ewigen Glückes im Himmel sein. Aber es ist auch denkbar, dass du diese Erde verlässt im Zustand der Feindschaft mit Gott. Du hast vielleicht dein ganzes Leben nur für dich gelebt. Du hast dich gegen dein besseres Wissen und Gewissen Gott verschlossen und die Menschen nur zum Gegenstand deiner Lust und Laune gemacht. Und immer wieder hat der liebe Gott versucht, dir die Augen zu öffnen und dein Herz zu erheben und deinen Willen auf die rechte Bahn zu lenken
Und du hattest für alle diese Bemühungen Gottes nur ein entschiedenes Nein. Und nun sieh, Gott zwang dich nicht. Er respektierte deine Freiheit. Er sah schmerzlich zu, wie du auf die letzte Gnade beharrlich zurückgewiesen hast und wie du starbst ohne den geringsten Gedanken der Reue und der seelischen Umkehr. Und in diesem Zustand trittst du nun vor deinen Richter. Und einen Augenblick wirst auch du seine Herrlichkeit, seine Größe und seine Liebe schauen. Du hast für einen Augenblick die göttlichen Möglichkeiten und deine eigenen menschlichen Möglichkeiten erfasst und deine Versäumnisse erkannt. Und darum wirst du dich mit Selbstvorwürfen überhäufen und dein verstocktes Herz zerfleischen. Seht, das mag der Wurm sein, der ewig bohrt, und das Feuer, das nie erlischt, von dem unser milder Erlöser im Evangelium gesprochen hat. Aber selbst diese Qual ist noch eine letzte Gnade Gottes. Denn es wäre tausendmal entsetzlicher für dich, in diesem Zustand der vollendeten Ich-Sucht in der Nähe Gottes verharren zu müssen. Nichts wäre schrecklicher für dich, als in diese blendende Reinheit, in diese strahlende Heiligkeit Gottes schauen zu müssen, die in allem deiner Selbstliebe widerspricht. Die Gegenwart Gottes würde dich quälen, würde dich in jedem Augenblick aufs Neue töten, wenn dies möglich wäre. Und darum ist die Hölle und die Gottferne noch eine letzte Gnade Gottes für dich. Und darum wirst du im Gericht um nichts anderes betteln als um das eine. Gnade vor dir, gib mir die Gnade, dass ich dir entrinnen darf. Gib mir die Gnade, dir fern zu leben. Gib mir die Gnade, dem Himmel und deinen Heiligen fern zu sein. Lieber tausend Qualen, lieber tausend Einsamkeiten, lieber tausend Selbstvorwürfe durch die ganze Ewigkeit, als nur einen einzigen Augenblick in dein strahlendes, göttliches Antlitz schauen zu müssen, gegen das ich die Hand erhoben habe. Meine lieben Zuhörer, ich will euch nicht schrecken mit der Hölle, wie die Prediger der alten Zeit. Ich will euch keine Furcht einjagen mit den Gestalten aus Dantes Inferno. Aber ich wollte euch einmal in dieser letzten besinnlichen Stunde des Jahres Himmel und Hölle nahe bringen und euch auch zeigen, dass die Hölle das Geheimnis der trauernden Liebe Gottes ist, dass die Hölle das Geheimnis des Menschen ist, der sich bewusst dieser Liebe Gottes verschließt. Und nun, liebe Freunde, wünsche ich euch einen gesegneten Silvesterabend. Feiert ihn in jener Heiterkeit und Fröhlichkeit, aber auch in jener Besinnlichkeit und inneren Einkehr, wie es sich für wahre Christen geziemt. Und wenn die Uhr heute Nacht den 12. Stundenschlag tut, dann haltet für einen Augenblick lang still und geht mit einem guten Gedanken und einem herzhaften Gebet ins neue Jahr. Und wenn dann die Gläser klingen und ihr euch ein herzliches Prosit zuruft, was zu Deutsch so viel heißt wie: das neue Jahr bringe euch allen erwünschten Nutzen und Segen, da denkt bei diesem Prosit nicht nur an die Zeit, sondern auch an die Ewigkeit. Amen. Thank you.